Nicht sonderlich kreativ, aber warum nicht? Lalelu, nur der Frische ist im Mond. Schau zu, wenn die kleinen Bierchen schlafen. Was war das? Was hat er gemacht? Er hat sich abgerollt und trotzdem das Bein gebrochen. Hast du ihm jetzt was aufs Ohr gehauen? Moment, wieso singen? Er hört doch nichts mehr. Ja, aber er hört dir das Vibrieren des Gesangs. Hast du ihm einen Kuss von mir gegeben? Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe ihm einen Kuss von mir gegeben. Aber von dir jetzt nicht. Oh, 42 Spinnen brauche ich noch. Oh. Jetzt weiß ich, warum ich in der klassischen Musik immer von einem Vibratio sprechen. Ja, genau. Wobei ich eigentlich eher so eine Gesangsstimme habe, dass man eigentlich eher schreiend wegrennt, aber vibrieren tut's trotzdem. Richtig, Rivendell wurde ja mit Bruchteil übersetzt. Wenn wieder schlecht ins Englische übersetzt, ist dann irgendwie wieder lustig. Ich habe eben nur mal so grob drüber gelesen. damit ich ungefähr weiß, worum es geht. Aber ich habe noch zwei Kekse mit nach unten bekommen, zwei selbstgebackene. Gönn dir. Ja. Die wurden liebevoll von Frosches Arschkekse genannt. Was sie jetzt mit einem Hinterteil zu tun haben, möchte ich lieber nicht wissen. Wenn ja, gönn dir lieber weniger. Oder vielleicht mehr. So schön Arschkekse mit Klabusterbeeren. Oh mein Gott. wenn du dich dann wunderst, was das für Schokostückchen sind. Denk mal drüber nach. Vielleicht sind es gar keine Schokostückchen. Vielleicht sind es ja Klabusterbeeren. Kaya? Ja, Niveau wieder ganz weit oben. Ganz weit oben. Ah, welche Nivea-Creme? Was? Ja, welche Nivea-Creme? Du hast doch von Nivea geredet. So ist das. Moment, ich muss eben meinen Kram ausheben. Der Flach war sehr tief. Der war sehr tief. Ah, okay. Ja, der war abgrundtief. Ich hatte Fotos die Kekse mit seinem Arsch ausgerollt. Oder mit dem Arsch geknetet. Stimmt, mit dem Arsch geknetet könnte sein. Das fördert ja die Po-Muskulatur. Der war so tief, dass ich das Schreiben verlernte. Aber auch mit alles als mit Keksteig machen. Hey, du kannst den Keksteig auch ein bisschen salzen, wenn du was anderes reinhältst. Oh Gott. Und das warst jetzt aber eindeutig du. Das war ich ja. Dann mit den Klabusterbären war ich ja auch. Ja. Irgendwoher muss das bodenlose Tiefe herkommen. Das kommt ja nicht von irgendwo. Sehr gut, du musst es ja essen. Lass es dir schmecken. Ja. Wir bringen dir dann mal was mit als Kostprobe. Was? Oh Mann, nicht weil der Marienkram ist so tief. Nee. Das Ding war tiefer. Kekse mit weißer Glasur. Man fragt sie, was er als Glasur genommen hat. Oh, ich kann es mir denken. Juhu! Die Spinnen sind abgeschlossen. Jupp. Ich werde die Bilder nicht mehr los. Und ich bewahre diese Bilder im Kopf. Mach mal. Ja, so geht dieses eine Lied doch. Ich weiß. Warte. Nee, ich krieg den Text nicht mehr zusammen. Ich hab die Melodie im Kopf, aber... Ich weiß, welches Lied du meinst.
Ja, das ist gut. Das ist schon mal gut. Yep. Mark Foster, oder? Weiß ich, war es Mark Foster? Das ist tatsächlich gar nicht. Keine Ahnung. Kann sein, dass es Mark Foster war. Ich bin mir aber nicht sicher. Warte mal. Wir nehmen mal gucken. Wenn ich irgendwo gegenreite, sag Bescheid. Okay. Sido war es, meine ich. Wenn das Lied wirklich... ja, doch, Sido war es. Habe eben gerade mal nachgeguckt. Ah, Mappe hat es auch geschrieben. Okay. So, dann kümmern wir uns jetzt mal um die Räuber. Die Henry müssten wir eigentlich auch machen, aber die Räuber sind kurz vor Beendigung. Weil hier sind auch... Ja, kümmern wir uns um beide. Wenn man schon mal hier ist, ne? Ja, toll. Noch nicht angreifen? Warte. Nein. 51 von 60, ja. Also Zwerge suchen. Zwerge suchen und töten. Okay. Versuche den Namen im Hirn zu streichen. Seine Anfänge waren mal so gar nicht jugendfrei. Nicht gesungen. Ja, ich habe mich tatsächlich nie für Sido großartig interessiert, muss ich sagen. Heute. Ja, das, was er heute macht, ja, das ist okay. Aber ich muss echt ehrlich sagen, ich habe mich nie so für Sido interessiert. Früher in der Schulzeit gab es dann diese eine Fraktion, die Sido, also Fraktion Sido war, die andere war Fraktion Bushido. Und ich habe bis heute keine Ahnung, was da von wem wer war. Das war mir eigentlich auch so regelrecht egal. Sido kam verdammt gut bei den Kids an. Ja, ich hab's gemerkt. Wie gesagt, mir war die Musikrichtung damals egal und das der Kerl sowieso. Achtend und rechtsradikal, ja, hab ich gesagt. Ich hatte damals auf jeden Fall Gründe, warum ich sie gehört hatte, halt, weil es überhaupt in meinem Musikgeschmack war. Aber mit allem anderen hatte ich mich halt null beschäftigt. Das war dann so, lass die Leute mal machen. Ich war dann eher so Richtung Metal. Metal. Ja, Metall. Ich glaube jetzt einfach nicht dieses ganze Rap und Hip-Hop-Gedöns. Gottes Willen. Nee, Rap und Hip-Hop war das überhaupt nicht meins gewesen. Heute vereinzelte Sachen, aber der meiste, also das meiste ist für mich persönlich halt echt Müll. Wer es mag, kann es gerne machen. Aber gut, natürlich, so. Klar. Aber ich selber mag es überhaupt nicht so. Es gibt Ausnahmen. Es gibt da echt Ausnahmen. Ja, das eine oder andere Lied ist ganz cool. Also nicht nur von Sido, sondern allgemein. Der Richtung. Aber, ja. Ich bin da eher 80er. Ich denke mal, was ja, 70er das auch. Wird. 70er jetzt nicht so, aber 80er, 90er zum Beispiel. Hier, Joe Cocker und Jennifer Warnes. Upper Way Belong. Super geiles Lied. Ja gut, das sagt mir jetzt so nichts. Vielleicht würde ich es hören, würde. Wenn du es hörst, kennst du es bestimmt. Ich glaube, ist aus Ein Offizier und Gentleman der Film. Meine ich. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ja, danke. Ich wollte gerade sagen, schick's mir einfach dann. Nur, ob du es kennst oder nicht. Okay, die Räuber haben wir jetzt auch. Yes. Von wegen Frauen sind zum Vergewaltigen da. Ja, die haben eh nichts zu sagen. Ich habe es nur bei den jüngeren Rap-Kumpels mitbekommen. Für mich war es nur Müll. Der Gewalt verherrlichend. Ja gut. Aber heute siehst du ja nicht mehr so, ne? Was das angeht.
Aber da gab es einige Gruppierungen früher. Auch von Bands. Also, ja. Sieht das halt komplett das Gegenteil. Vielleicht höre ich deswegen einige Lieder mittlerweile gerne. Aber früher, wie gesagt, es war halt, wie du schon sagst, für mich war es halt einfach echt Müll. Und Rap allgemein ist halt überhaupt nicht meins. Es gibt so einzelne Sachen, die sind ganz okay. Kann man mal hören. Vor allem auf Partys. Aber ansonsten. Nee. Perch Rap ist eh Müll. Wie gesagt, für mich ist halt allgemein Rap. Auch das, dieses ganze amerikanische Kram und so, das ist alles. Nee. Überhaupt nicht meins. Snoop Dogg. Konnte ich auch nie was mit anfangen. Nee, Snoop Dogg überhaupt nicht. Ich möchte nicht sagen, dass es schlecht ist, weil ich kann es nicht besser beurteilen, das ist halt einfach nur nicht meins. Also da gab es ja viele Sachen. Fantastischen Vier fand ich gut. Fantastischen Vier waren auch nicht meins. Da mochte ich aber auch die Menschen dahinter irgendwie nicht. Waren mir so, auf der einen Seite herzlich egal und auf der anderen Seite fand ich sie durch einige Sendungen, wo ich sie gesehen hatte, einfach nur mega unsympathisch. Aber ist halt eine wirklich Geschmackssache. Wäre schon, wenn alle das Gleiche hören würden. Ich würde mich umbringen. Na gut, wenn alle das Gleiche mögen würden, dann würdest du dich ja nicht umbringen, weil du würdest das ja gerne hören. Ja, aber nein. Ja, aber nein. Es ist auch irgendwie nichts mehr Persönliches oder so, weißt du? Kommt hier, meine kleinen Vögelchen. Lasst euch vögeln. Was? Was? Nichts. Wenn du es nicht gehört hast, ist es besser. Ich hab's leider gehört. Macht sich besser. Oh, Mist. Oh, ja. Ja, du bist ja live, das kann passieren. Ich bin gut zu vögeln. Also, ich bin sehr tierlieb. Ja, ich auch. Ja, ich fütter sie. Ich mache die Käfige sauber. Kriegen Frischfleisch. Das sind doch gar keine Vögel. Doch, der Vogel, der in meinem Kopf immer hin und her flattert. Ja, gut. Da musst du auch gefüttert werden. Ja, den fütterst du ja, indem du auch was schnabulierst. Ja, der Satz war echt gut gewählt. Albert, der Satz war absichtlich gewählt. Mir ist klar, was er aussagt. Vorlage war halt gut von den Viechern da hinten. Mir ist das durchaus bewusst. Manches geschieht auch mit Absicht. Ich meine, wir sind ab 18, ich darf das. Ja, natürlich darfst du das. Darf halt ne, nur nicht zu weit unter die Gürtellinie gehen. Ich darf niemanden begleiten. Aber, ne, Sprüche raus und darf man. Wenn sie an niemanden gerichtet sind. Was ist das? Doch nicht ein weiteres Geschenk? Nein, das ist etwas anderes, oder? Welche Bedeutung hat dieses alte Schwert? Dies ist das Schwert meines Vorfahren. Ihr sagt, er war ein Freund und Kamerad von Penglier. Jetzt verstehe ich. Er hat mir den Bogen als Andenken an meinen Urgroßvater gegeben. Wie, ihr meint, das Geschenk wurde mir gemacht, nicht mein Vorfahren? Nun, vielleicht habt ihr trotz allem recht. Es wird eine Herausforderung sein, diesen längst vergessenen Heldentaten gerecht zu werden. Aber vielleicht kann ich den Bogen eines Tages, lass das, ohne Scham handhaben. Ich wusste nicht, dass ich sagen, sorry. Guck mal, ich komme mich sogar selbst auf. Sehr geil. Ich bin schon mal viel durch, ich bin beschäftigt. Ich war ein ganz böser Kaya. Ein ganz böser Kaya war ich. Ich war so ein böser Kaya. Ich war ganz böse. Ich muss mich selbst bestrafen. Ich war ganz böse. Zack. Böser Kaya, ganz böser Kaya. Ja, ich hab's verdient. Ich muss mich selbst auffangen. Ja, oh, ich hab's verdient. Ja. Hab ich eine taube Wange? Ich
Hat sich doch gelohnt. Oder nicht? Ja, da doch. So, ich würde sagen, die Wölfe und die Vögel töten wir offscreen irgendwann mal. Okay. Wenn das für dich okay ist. Das machen wir dann einfach mal. Machen wir einfach mal offscreen. Ja, das wären jetzt zu viele. Ich glaube, das eine sind. Warte. 24 von 40. Wobei, ja, gut, das geht ja eigentlich. Aber die Wölfe halt. Das ist eine ansteckende Lache. Oh Gott, meine Lache ist fürchterlich. Meine Lache ist echt fürchterlich. Und das, ohne Scheiß, das hat tatsächlich Jahre gedauert, bis ich wirklich mal frei und vor anderen Menschen lachen konnte. Das hat echt Ewigkeiten gedauert, weil ich mich immer für meine Lache geschämt habe. Ohne Scheiß. Mittlerweile kann ich wieder hier sitzen und auch lachen. Auch wenn ich weiß, dass meine Lache echt furchtbar ist. Also, finde ich furchtbar. Aber ich glaube, man sagt immer von sich selber, dass man das und das an sich nicht mag. Ich mag meine eigene Stimme hören. Das war ganz früher auch schrecklich. Videos bearbeiten für YouTube, meine eigene Stimme hören. Deswegen waren viele Videos auch falsch abgemischt, weil ich meine eigene Stimme natürlich nicht hören wollte. Deswegen habe ich mir meine Videos nicht angeguckt. Und folgedessen war der Ingame-Sound dann meist lauter als meine Stimme. Oder meine Stimme hat alles übertönt. Mittlerweile kann ich mir meine eigene Stimme anhören, aber ich tue es nicht gerne. Ich mag meine immer noch nicht, aber ich muss sie auch nicht hören. Ich mag meine auch nicht. Ich kann meine nicht hören. Vor allem, ich denke, die Stimme, die ich jetzt halt so habe von mir im Kopf, die ich ja so selbst höre, ist in Ordnung. Wenn ich mich dann aber selber höre in Videos oder so, das ist furchtbar. Das ist einfach nur furchtbar. Kenn ich. Das ist so, nein. Fremdschämen hoch 80. Da denkst du dir nur, wer ist denn das? Ja. Ohne Scheiße, das ist echt schlimm. Was denn für eine Frucht? Gar nicht notwendig, bleib so. Das ist lieb, danke. Ich versuche auch so zu bleiben, wie ich bin. Hat aber auch Ewigkeiten gedauert, das so einzusehen. Hey, man kann es ja eh nicht ändern. Ich kann mir ja nichts auf die Stimme legen. Doch, ihr könnt mir mit irgendwelchen Soundeffekten können die mir irgendwas auf die Stimme legen. Aber das wäre dann ja nicht mehr ich, ne? Das wäre dann gefaked. Schiebung. Ja, genau, Schiebung. Das wäre ungefähr so wie die ganzen, ich sag jetzt, oder nicht alle, aber viele Influencer bei Instagram, TikTok und die ganzen anderen Scheiße, die sich Tonnen von Make-up reinklatschen, Filter oder 30 Filter übers Gesicht packen. Die sehen halt einfach nicht mehr echt aus. Die sehen nicht so aus, wie sie eigentlich sind. So, und wenn sie dann mal ohne Make-up oder so mal rumlaufen, was die meisten sich dann ja schon gar nicht mehr trauen, dann wird halt nur gefragt, oh, geht's dir gut? Bist du gesund? Wo ich mir dann auch so denke, ja. Ja, genau. Vor allem, das ist doch nicht mehr authentisch, das ist doch nicht mehr echt. Also, ja, wer es mag, ne, kann das gerne machen. Aber das nur zu machen für Klicks und sonstiges, das ist doch... Nee. 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 Es bleibt natürlich jedem selbst überlassen, aber nee. Also klar, ich habe auch was an Make-up drauf, aber das ist sowas von wenig. Das ist so... Das ist ja wirklich sehr, sehr dezent. Vor allem, meins ist ja noch nicht mal Make-up, das ist so eine Tagescreme, die so leicht kaschiert, so manche Sachen. So ganz leicht. Ist aber halt eigentlich eher eine Tagescreme. Also ich habe kein großartiges... Vor allem, ich kann auch mit den meisten Begriffen gar nichts anfangen, was die sich da alles reinpfeffern. So... Die meisten Begriffe kenne ich gar nicht. Und vor allem, dann etwas, um das hier zu verdecken, dann etwas, um hier hinten zu verdecken. Ja, aber es ist doch eigentlich die gleiche Substanz. Es heißt nur anders. Das eine ist vielleicht ein bisschen rauer, das andere ist vielleicht ein bisschen weicher, aber es ist doch eigentlich... Ach, ja. Da bin ich dann schon wieder so... Dann denke, nee. Nee. Nein. Aber wer es mag, wer meint sich, dass das alles reinklatschen zu müssen, finde ich halt überhaupt nicht wichtig. Um da auch noch Geld für auszugeben. Lieber für Games. Ja, lieber für Games. Ich finde Ehrlichkeit und Natürlichkeit viel besser. Ja, ist auch so.
Ja, man mag vielleicht das eine oder andere nicht. Schlimmer ist es aber, sich so zu verändern, dass man morgens dann fragen muss, wer die Frau neben einem denn ist. Ja. Ja. Wie gesagt, das ist ja das, was ich meinte. So. Und du erkennst den Menschen dann halt zum Beispiel gar nicht mehr. Das ist dann halt echt richtig schlimm. Da sollte man sich dann echt schon fragen, so, okay, ist das wirklich das, was ich möchte? Weißt du, das eine ist Puder, das andere ist eine Creme. Ja, ja, Puder ist, oder, ne, Rouge war ja immer, um sich hier so ein bisschen roter zu machen. Ohne Scheiß, ich glaube, es gibt mittlerweile Concealer, es gibt, Was ist ein Concealer? Ich weiß es nicht, ich kann es dir noch nicht mal erklären, was ein Concealer ist. Dann schmeißt du nicht mit Fachbegriffen um dich. ich weiß nur, dass es sowas gibt. Dann gibt es halt Foundation. Was ist eine Foundation? Ich habe keine Ahnung, ich bin eine Frau und ich weiß es nicht. Hat Michael Knight gearbeitet bei der Foundation für Recht und Verfassung hier in Knight Rider. Aber ohne Scheiß, ich weiß es halt einfach nicht. Wenn ich so Tutorials oder sowas sehe oder Erklärungen, ne, das und das Make-up, ne, so. Habe ich mir halt angeguckt wegen Hochzeit, was es da für Make-ups gibt. Wenn ich mir dann durchlese, ja, für das benutzt du das, dann benutzt du da den Concealer, da benutzt du die Foundation, da benutzt du die normale Tagescreme, da benutzt du Rouge. Warum brauche ich für eine Sache? Ich klatsche mir eine Creme drauf. Eine. Und ich sehe genauso aus, als wie wenn ich die ganzen anderen Sachen drauf hätte. Wozu muss ich meine Wangenknochen hervorheben? Warum? Wozu ist das alles notwendig? Drauf, jetzt setzt dir noch eine rote Nase auf und dann bist du ein Clown. Ja, genau. Ich stelle mir das gerade vor. 5 Jahre ist man mit einer Frau zusammen, verlobt sich, heiratet. Nach der Hochzeit sieht man sie dann ungeschminkt und denkt sich so, wer bist du? Denkst du dir, Mensch Rüdiger, was machst du denn hier? Also, ich muss tatsächlich sagen, Frisches hat mich, glaube ich, damals, wo das erste Date war, ich hatte nur die Augen geschminkt. Also eigentlich ähnlich wie heute, nur die Augen geschminkt. Und sonst hatte ich nichts drauf. Und er hat auch nicht großartig gefragt. Er hat mir öfters früher wenn ich mich fertig gemacht habe, zugesehen und hat dann gesagt, komisch, das geht bei dir aber verdammt schnell mit dem Fertigmachen. Ich so, ja, ich brauche 10 Minuten im Bad. Oh. Länger brauche ich nicht. Gut, wenn ich duschen gehe, natürlich, ja. Aber ansonsten 10 Minuten im Bad. Fertig. Duschen Punkt. Ist ja nicht ihr Gesicht so. Zu klatschen. Und dann meinte er nur so, du benutzt aber für eine Frau verdammt wenig. So, ja, ich kenne nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich das andere benutzen sollte. Warum sollte ich mir noch mehr ins Gesicht klatschen, nur um mich zu verstellen? Nee. Ich benutze halt, wie gesagt, die Creme so, um ein paar Pickel abzudecken. Aber sonst, das Wayne. Oder wenn ich Augenringe habe, aber selbst die Augenringe lasse ich meistens. Das sehe ich dann halt aus wie so ein aufgeschrecktes Reh. So, jetzt muss ich gucken, gibt es hier irgendwo ein... Was suchst du denn? Da wir jetzt hier in einem Questgebiet sind, wo leider keine goldenen Ringe mehr da sind, muss ich nach den grauen ausschalten. Hier sind aber keine grauen. Hey. Wir sind ja in deinem geliebten Auenland. Ich hätte mir gerade die Augen zu, jetzt sehe ich es. Ach du Scheiße. Warte, ich lese gleich. Hatte das bei meiner Frau andersherum. Sie schminkt sich eher gar nicht, als dass sie es tat. Fragte ich auch so, alles klar bei dir? Ja gut, das glaube ich. Also wie gesagt, ich habe bei mir halt so wenig wie möglich immer. Damit es halt so natürlich wie möglich ist. So wie ich mich halt ganz normal schminke, ist das so in Ordnung, fühle mich wohl. Ich gehe aber auch ungeschminkt aus dem Haus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zum Gassi gehe, dann mache ich mich nicht erst so stundenlang fertig. Ich kämme mir die Haare, putze mir die Zähne und gehe raus. Ohne, dass ich mir da irgendwas reinklatsche. So, wo andere dann völlig hochgestylt Gassi gehen. Ich mir dann auch immer so denke, okay, Mädel, du gehst nur mit dem Hund. Was willst du? Was auch lustig ist, das habe ich die Tage bei uns hier im Netto bemerkt. Guten Tag, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Weil ja auch jüngeres Mädel, keine Ahnung. Weißt du, so Gesicht, Haare so richtig top gestylt. Dann... Was für eine verranzte Jogginghose haben Adidas-Latschen und so ein komisches, altes, dauriges Shirt drüber, wo ich dachte, ja. Hast du so ab unterhalb des Kopfes siehst du aus, keine Ahnung, wie so eine Trümmerlotte. Aber Hauptsache Gesicht und Haare sind gemacht. Ey, so wirklich nie ins Geschäft gehen. Das werde ich auch nie tun. Oh ja, ich liebe diese gestylten Müllrausbringer. Ja, weißt du, nur um den Müll an die Straße zu stellen, sich einfach mal komplett hochstylen, ne? Ohne Scheiß.
wenn ich die Mülltonne montags, wenn die Müllabfuhr da war und ich die Tonne wieder auf dem Hof rolle. Ich laufe, wenn ich zum Beispiel frei habe, wenn ich an dem Montag keinen Stream habe, also beispielsweise morgen. Wäre frustriert morgen nicht zu Hause. Ohne Scheiß, ich habe, wenn ich keine Termine oder sowas habe, laufe ich halt im Freizeitlook, im Schlabberlook rum. Ich bin zu Hause, natürlich, ne? So ziehe ich mich jetzt extra schick an. Und ohne Scheiß, die Autofahrer und allgemein, wenn dann gerade Leute da lang gehen, die gucken mich immer an, als hätte ich sie nicht mehr alle. Die gucken da nur so, schütteln mit dem Kopf. Und einer hat sogar mal so gemacht, also schön Scheinwischer, wo ich auch nur dachte, Alter, Leute! Ich bring nur den Müll rein oder wieder raus. Also raus oder rein. So, wozu muss ich mich da jetzt fertig machen? So, aber halt auch diese ganzen abfälligen Blicke so. Mhm. So, aber wenn ich zu Hause bin, ziehe ich mich doch jetzt nicht schick an. Es sei denn, ich weiß nicht, gut, dadurch, dass wir jetzt nicht großartig viel essen gehen, machen wir halt zum Beispiel mal ein romantisches Essen zu Hause. Klar, da ziehe ich mich dann auch mal ein bisschen schicker an. Aber ansonsten, wenn nichts ansteht, da laufe ich halt auch in Schlabberhose rum, mit einem Dutt, wo einfach alles rausfällt. Meistens im XXL-Pulli, wo es auch aussieht, so, als hätte ich mir so einen Kartoffelsack übergezogen und gehe auf die Straße. So gehe ich dann teilweise auch Gassi. Das ist mir doch Wumpe. Ich ziehe mich ordentlich fürs Gassi gehen. Das ist das Erste, was ich morgens mache. Ich sehe dann noch total verpennt aus. Ist so. Meine Haare sehen so aus, als ob ich in der Steckdose geschlafen hätte. Ja, und? Durch den Wald. Ich gehe nicht auf den Ball. Nee. Ich sag zu solchen immer, das sind Frauen, um sie herzuzeigen und zu Hause dann in die Ecke zu stellen. Wie eine Puppe anziehen und vorzeigen. Wenn du sie anfassen willst, heißt es dann Migräne oder sowas. Nee, danke. Boah, ja, ist aber echt so. Ist doch nicht mal gelogen. Nee. Autsch, mein Knöchel. Nein, ihr könnt mir jetzt nicht helfen. Aber wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, sucht den zweiten Landbüttel Bodo Buns auf. In seiner Amtsstube bei der Stadthöhle drüben in Michelbinge. Ich habe gehört, er könnte noch ein paar Grenzer gebrauchen. Na, freust du dich, bei Bingo Boffin wieder zu sehen? Ich nehme mir das Recht, darauf nicht zu antworten. Dürfte ich euch... Ah, das ist hier die Briefquest. Annehmen schon mal? Ja, wir machen sie jetzt auch gleich direkt. Damit nicht wieder... Also, nur nicht hier absteigen, aber ich frage nochmal, ob hier... Da ist eine... Leuchtende Quest, die ist toll. Bingo Buffin ist auch ein netter Typ. Ich habe tatsächlich, als wir das erste Mal im Auenland waren und das erste Mal Bingo Buffin gesehen haben, und ich habe ja den Titel, oder quasi Kaya als meinen Sohn im Spiel. Das heißt, Kaya ist mein Sohn und ich bin seine Mutter. Und ich habe mir dann damals den Witz draus gemacht, dass ich dann gesagt habe, ja, weißt du eigentlich, wer dein Vater ist? Kaya nur ganz vorsichtig gefragt, oh Gott, will ich es wirklich wissen? Naja, also ich hatte da mal was mit Bingo Boffin, ne? Und dann haben wir das halt die ganze Zeit so weitergesponnen. Kaya ist halb wahnsinnig geworden. Der wäre, glaube ich, am liebsten aus dem Fenster gesprungen und weit weggelaufen. Und ja, damit quäle ich ihn jetzt natürlich auch wieder. Ja. Das verspreche ich hoch und heilig. Ich werde ihn auf die Idee verquälen. Das brauchst du nicht versprechen, das ist ja so klar wie das Amen in der Kirche. Ich glaube, es gibt keine Frau, die nicht erleichtert aufatmet, wenn man zu Hause den BH ausziehen kann. Zumindest kenne ich keine, die das freiwillig macht. Oh, BHs sind das Schlimmste auf der Welt. Ich hab's gern gemütlich zu Hause. Ich hab's einfach nur gern gemütlich. So, was bin ich froh, euch zu sehen? Wisst ihr, meine Kuh Narzisstin ist verschwunden. Ich vermute üble Machenschaften dahinter. Gestern kam ein Zwerg zu meinem Hof. Ulvir war sein Name. Und er wollte meine Narzisstin kaufen. Aber ich konnte sie nicht verkaufen. Sie ist meine einzige Kuh. Er schien das nicht gut aufzunehmen. Ich fürchte, er ist zurückgekommen und hat sie gestohlen. Ich weiß zwar nicht, wo er sie hingebracht hat, aber ich erinnere mich, dass seine Stiefel mit Schlamm bedeckt waren. Ich vermute, dass er im Binsenmoor herumstapfte. Vielleicht hat er sie dorthin gebracht. Fangt an der Trollkuppe zu suchen an. Südöstlich von hier. Der beste BH für die Frau, zwei Männer hin. Der beste BH ist gar kein BH. Die Quest.
Einmal hier auf den Tisch. Also, wenn du... Ja, gar genau. Hoher Mord von dir. Vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr reden. Und herzlich willkommen bei den Sanftpfoten. Mach es dir bequem. Auch kannst du gehen. Lauf. No, ey. Ich meine dich. Lauf. Du bekommst ein Follow. Was sagt das über uns aus? Dass wir eine tolle Community sind. Ravil, vielen, vielen lieben Dank für dein Prime-Sub. Und viel, viel Spaß mit den Emotes. Vor allem mit dem Boeing. Jetzt kannst auch du das Boeing machen. Frage? Ja? Ja. Wo war das auch mal, wo sich erwischen lassen durften? Das war mit dem Kuchen, ne? Das ist auch bei der Post, aber das ist hier noch nicht. Das kommt gleich erst. Okay. Ich habe nur gerade keine Ahnung. Ach so, wir müssen nach Michelbinger. Okay. Ja gut, dann weiß ich doch wo. Ach, gern und danke. Dieser Ort. Sehr, sehr lieb von dir. Ja, Michelbinger. Gut, ne? Nein. Michelbinger. Ich mag es nicht mal, wie du das aussprichst. Michelbinger. Das ist ungefähr wie Schnurberto. Er ist mir jetzt gerade sogar lieber. Ehrlich, ey. Eieiei. Ach ja, stimmt. Das war ja dein Schätzchen. Ja, stimmt. Ich erinnere mich wieder. Was? Nicht du. So. Oh. Wenn ich... Scheiße. Also, auf nach Michelbinger. Nein. Doch, da muss die Post hin. Ja, aber deswegen musst du es ja nicht tausendmal sagen. Muss wieder lieb sein. Liebe selbst Katzen. Oh. Ja, Katzen sind toll. Alle, die Katzen lieben, sind willkommen. Natürlich auch alle, die Katzen nicht so gerne mögen. Aber vor allem Katzenliebhaber sind hier sehr willkommen. Und Leute, die Bingo Boffin mögen. Lebt denn... Nein, wie geil! Lebt denn die olle Michelbinger noch? Michelbinger noch? Oh, wie geil! Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Wer hat das gesagt? Das verrate ich nicht. Musst du selber gucken. Muss ich rauspappen, dann sehe ich selber. Ja, das musst du dann wohl tun. Mit einem Pluspunkt für die Kreativität, es gibt einen Minuspunkt für den Ort. Ja, wie gesagt, ich bin doof. Wir sind alle doof. Wir sind alle doof, deswegen passen wir hier auch alle so super gut her. Bin nicht doof, ich bin fachlich unkompetent. Ja, genau deswegen. So, jetzt müssen wir gleich aufpassen. Einfach mir folgen. Ich folg dir. Dir folgt aber auch was. Ja, ich weiß, das ist mir gerade Wumpe. Das folgt mir nicht mehr lange. Wobei, jetzt folgt es eigentlich ja dir. Das folgt mir nicht mehr lange. Im besten so. Fall. Und dann einmal hier hin. Oh, jetzt ist er weg. Wieder annehmen? Noch nicht. Wir müssen erstmal hier im Michelbinger einiges machen. Lebt denn die olle Michelbinger noch? Michelbinger noch. Okay. Bürgermeister Weißfuß hat Geld zur Seite gelegt, um die Stadthöhle in Michelbinger zu renovieren. Es scheint jedoch, als hätten die Zimmerleute das Geld noch nicht erhalten. Sie weigern sich, die Arbeit wieder aufzunehmen, solange sie nicht bezahlt werden. Einer der anderen Assistenten, Griffe Boffin, sollte den Zimmerleuten ihr Geld übergeben. Er hat sich jedoch noch nicht gemeldet und ich mache mir Sorgen, dass ihm etwas passiert ist. Er lebt oben im Norden, in Nadelhohl, hinter dem Binsenmurm. Bitte besucht Griffo und stellt fest, ob alles in Ordnung ist. Kehrt dann mit dem fehlenden Geld hierher zurück. Griffo lebt in der Nähe des Stadtzentrums von Nadelhohl. Am besten ist es, ihr wendet euch gegen Osten nach Wegescheid und folgt dann der Straße Richtung Norden und Westen durch das Binsenmurm. Ich würde ja selber gehen, aber ich muss dafür sorgen, dass der Ruf des Bürgermeisters nicht geschädigt wird. Und nun, bei Bürgermeister Weißfuß bin ich rund um die Uhr im Dienst.
Ich bin nicht doof, ich bin fachlich inkompetent. Darf ich mir das geistig markieren? Ich denke. Das Buch gerne verwenden, da ist kein Copyright drauf. Ausnahmsweise. Oh. Hallo. Man hat euch also zu mir geschickt, ja? Nun, gewöhnlich nehmen wir hier nur Hobbits auf. Leute aus dem Auenland, ihr versteht? Aber die sind leider keine gewöhnlichen Zeiten. Luna, ist das dein Ernst? Mach ich gleich, wenn ich fertig gelesen habe. Aber die sind leider keine gewöhnlichen Zeiten. Und wir können jede Person guten Willens brauchen, die wir finden können. Wir haben noch ein paar Minuten Hochzeitstag. Dann Glückwunsch zum Hochzeitstag, ihr beiden. Ui, herzlichen Glückwunsch. Alle Jute. Du, das, ich muss doch bis Jesus erwarten, das Verhalten. Und feiert es bitte nicht in Michelbinge. Doch, bitte feiert es in Michelbinge, bitte. Die Häuser sind viel zu klein, da kommst du nicht rein. Dann musst du dich halt ducken. Nein. Seid so viele aus dem Auenland behilflich, wie ihr könnt. Und ihr werdet euren Weg machen. Jeder, der die Leute des Auenlandes schützen will, ist uns willkommen. Wir Hobbits sind ein friedliebendes Volk und unsere Sorgen mögen anderen gierig erscheinen. Die Zustellung der Post, leckeres Essen, Feuerwerk. Aber lasst euch nicht täuschen. Unsere friedvolle Lebensweise ist bedrohlich und Gefahren können an den unwahrscheinlichsten Orten lauern. Oh Gott. Helft dem Volk des Auenlandes mit seinen täglichen Sorgen. Aber wenn ihr zu entfernten Orten aufbrecht, so wie Nadelhol, Oberbü oder Decksbauten, geht nicht unbewaffnet. Das Leben an der Grenze des Auenlandes bringt Gefahren. Und je weiter ihr euch von Michelbinge und Hobbingen entfernt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr in Schwierigkeiten geratet. 20.02.2020, leider um 11 Uhr. Mir wäre ja 20 Uhr oder 22 Uhr lieber gewesen. Oder 2 Uhr morgens. Ja gut, dann hätte es halt von der Zeit her auch mega gut gepasst, ne? Stimmt schon. Da habt ihr recht. So, dann geht's einmal zu Bingo. Schon? Hä? Jetzt schon? Ja. Ich war noch nicht gar nicht geistig drauf vorbereitet. Guck mal, das ist dein Vater. Guck mal, wie er lächelt. Er freut sich, dich zu sehen. Sag mal Hallo! Zieh den Bogentaste! Wo ist die Zieh-den-Bogentaste? Töte es! Lass es nicht sie vermehren! Bingo! Hält einen Bingo-Zettel hoch! Luna! So, ich mache einmal kurz meine... Hörst du auf, deinen Vater zu hauen? Kaya, wir hatten eine Abmachung, du haust Bingo nicht! Wo hatten wir die Abmachung? Eigentlich für unseren alten Run, aber die zählt immer noch. Geh einmal noch. Ah. Jetzt geht's mir besser. Aber auch nur so lange, bis du seinen Stock holen musst, seine Tasche holen musst, seinen Brieftasche holen musst. So, wo ich ihm seinen Stock mal rein operiere. Los, Kai, hau drauf. Los, mach's kaputt. Wer hat das gesagt? Den feier ich. Luna. Mach ihn zu Brei! Der Mut ist mir Befehl. Kaya, aus! Sie hat gesagt. Kaya, aus! Kaya, stopp jetzt! Kaya! Ich aufwage mich gerade in Ekstase, sei ruhig. Kaya! Oh Gott, ich kann mich nicht bremsen. Kaya! Okay, oh, geht wieder. Ja, geht wieder, Entschuldigung. Oh. Lass deinen Vater in Ruhe. Oh. Das war jetzt aber knapp. So, jetzt wieder im Profimodus. Profimodus, welcher Profimodus? Da hab genau ich gewundert, dass der 20.02.2020 klappte. Da waren fast keine Anmeldungen. Echt nicht? Ich hätte gedacht, da wären so übelst viele. Dafür nimmt man doch den Fischschlag. Nein. Nein. So, Bingo. Ja, dir auch einen guten Tag. Abend. Ich wünsche euch einen guten Tag. Wenn ihr einen Moment Zeit habt, dürfte ich euch dann um einen Gefallen bitten. Mein Name ist Bingo von den Bingo Boffins.
Boah. Fertig. Was? Es kommt ja, nicht ja, oft fertig. Vor, dass neue Leute den Weg an meine Höhle entlang kommen. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich fühle mich in letzter Zeit etwas einsam und könnte einen festlichen Anlass gebrauchen, der meinen Schritt beschwingt und mir etwas gibt, womit ich mich beschäftigen kann. Vielleicht ein großes Abendessen? Ja, das hört sich hervorragend an. Ich lade meinen Sohn ein. Ja, das hört... da gar nicht gesagt. Ich werde alle meine Nachbarn einladen und euch und meinen Sohn natürlich auch. Könnt ihr vielleicht zum Markt von Michel Binge gehen und einen Blick auf die Waren dort werfen? Berichtet mir, was besonders appetitlich aussieht. Das sollte sie sollte als was? Das sollte da will ich hier konzentrieren. Das sollte als Inspiration für einige Gänge eines Abendessens genügen. Der Markt befindet sich südöstlich von meiner Hobbit-Höhle.